ich mir meine Arbeitsfelder so anschaue, Gemeinde und Krankenhaus, dann entdecke ich, vieles geht in diesem Jahr nicht so wie sonst oder eben ganz anders. Einige Beispiele. Im Krankenhaus können wir keine Präsenzgottesdienste mehr halten, sondern live sind wir im Andachts- und Kommunikationsraum und per Kamera und Mikro wird unser Gottesdienst in die Krankenzimmer übertragen. Wenn ich im Krankenhaus unterwegs bin, trage ich immer eine Maske. Das heißt, ich bekomme schlechte Luft, ich bin schneller müde und vor allem können Patienten einen Teil meines Gesichtes gar nicht sehen. Zum Beispiel sehen sie nicht, wenn ich lächle. Es ist einfach anstrengender. Und auch die Kommunionvorbereitung in der Gemeinde. Die Weggottesdienste finden nicht statt. Die Kinder lernen mich nicht so gut kennen, ich lerne sie nicht so gut kennen. Viele Begegnungen fallen aus. Das, was Kommunionvorbereitung auch ausmacht und auch bestimmen soll, nämlich Erfahrungen von Gemeinschaft, von gemeinsam etwas erleben, die gibt es so nicht wie gedacht. Viele Treffen in Gruppen müssen ausfallen. Eine geplante Freizeit mit Frauen nach Wangerooge wurde auch abgesagt. Und überhaupt im Gottesdienst singen tun wir ja nicht. Freunde und Freundinnen einfach zu treffen, das kommt viel weniger vor. Mein Geburtstag ohne Gäste am Abend. Umarmungen zur Begrüßung, die gibt es nicht mehr. Die spontane Tasse Kaffee im Café findet nicht mehr statt. Ganz schön vieles geht nicht mehr. Der letzten Woche habe ich zufällig die Dankbarkeitskampagne der Jesuiten entdeckt. Was steckt da dahinter? Jesuiten aus Deutschland, Österreich und der Schweiz starten die Kampagne Trotzdem dankbar. Damit wollen sie mitten in der zweiten Welle der Pandemie mit Hilfe der ignatianischen Spiritualität eine Antwort auf die zunehmende Krisenstimmung geben. Auf ihrer Website schreiben sie: Eine dankbare Lebenshaltung ist Kern der ignatianischen Spiritualität. Der Tagesrückblick lenkt den Blick auf all die Dinge, die an einem Tag gut gelaufen sind. Für diese solle man danken. Studien beweisen, dass eine dankbare Lebenshaltung das Immunsystem stärkt und Menschen krisenresistenter macht. Deshalb haben die Jesuiten die Kampagne Trotzdem dankbar gestartet. Dieser Perspektivwechsel hat mich angesprochen. Passt ja doch auch zum Advent. Auch im Advent sind wir zum Perspektivwechsel eingeladen. Von uns weg hin zum Kind. Und wirklich, es geht. Ich habe es ein bisschen versucht und bin überrascht, wie gut es geht. Beispiele. Meine evangelische Kollegin und ich haben für die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen im Krankenhaus die Idee, einen Adventskalender im Haus auszuhängen. Jeden Tag ein Text mit einer Beigabe. Und es ist schön und tut gut zu sehen, dass die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sich freuen, wenn sie von der Leine eine Tüte abnehmen können. Die Gespräche mit dem Personal sind im Laufe des Jahres, auch bedingt durch die Situation des Coronas im Haus, anders, intensiver geworden. Eine Bestätigung für uns und für unsere Arbeit, dass wir sie gut tun. In der Kommunionvorbereitung habe ich Unterstützung von zwei Studentinnen und einem Mann und einer Frau aus der Gemeinde gefunden. Gemeinsam planen und überlegen wir, wie eine alternative Kommunionvorbereitung gehen kann. Es entstehen Filme, Rätsel, tolle Ideen werden umgesetzt. Und das Gefühl der Unterstützung im Team, das gemeinsame Denken, das macht Spaß. Und ich bin überrascht und dankbar, wie viele tolle Ideen dabei herauskommen. Grundsätzlich ist sehr viel Kreativität gefragt im Moment. Und ich merke selber, dass ich vieles Neues dazulerne, dass ich auch wieder kreativer sein kann. Ich bin aber auch dankbar für die Zeichen der Freundschaft und der Verbundenheit. Als bei einer Vorsorgeuntersuchung ein auffälliger Befund auftauchte, da habe ich die Unterstützung und das Mitgefühl gespürt. Die Erleichterung in meinem Herzen und in den Augen der anderen war groß und es zeigte mir die Verbindung untereinander, als klar war, es ist nichts Bösartiges.
Diese Aufzählung könnte ich noch eine ganze Weile weiterführen. Trotzdem dankbar. Eine gute, tolle Anregung, auch in der natürlich immer noch anstrengenden Corona-Zeit, den Blick mal ganz bewusst zum Positiven, zum Guten zu wenden. Denn auch das ist da. Und zu entdecken, eben wie viel Gutes und Schönes es in meinem Leben um mich herum gibt. Und so lade ich Sie ein, jetzt im Advent, versuchen Sie doch dieses Gedankenexperiment auch mal. Es tut gut und drückt den Kopf, die Gedanken wieder ein bisschen in Balance. Trotzdem dankbar.